Hallo und herzlich willkommen, liebe Sternreisenden in der Galaxie WB06 auf dem Kanal von Writing Bull. Heute geht unser Community-Event weiter. Wir sind wieder in Stellaris unterwegs. Natürlich auch dieses Mal nicht alleine. Ich habe den Green Jokey von den Mao Collectors bei mir. Hi! Hi! So, Spiel geht direkt weiter. Die Leute warten natürlich ungeduldig darauf. Erzähl doch mal ein bisschen was von deinem Volk. Was bist du überhaupt, abgesehen von der Maschine? Ja, wir sind eine sehr forschungsinteressierte Spezies, kann man eigentlich sagen. Uns geht es darum, den Verstand von organischen Wesen besser kennenzulernen, weil wir festgestellt haben, dass gerade die organischen, das Gehirn quasi, kann man ja sagen, von organischen Spezien sehr kapazitäts-, also klein, aber viel Speicherplatz. Und das ist natürlich für uns sehr interessant, weil unsere Server sehr groß sind und deshalb versuchen wir herauszufinden, wie man das nutzen kann. Und aus dem Grund haben wir unsere Subspezies damals, also unsere Schaffer könnte man vielleicht auch sagen, damals integriert und nutzen jetzt auch quasi ihr Gehirn als Speicher, als Auslagerung. Aber gleichzeitig können wir natürlich Plattformen in Form von Robotern haben, die ersten Kontakt machen, die wahrscheinlich, falls es zum Kampf kommen sollte, auch kämpfen sollen. Die Cyborgs sollen relativ sicher sein. Und ja, was die Spieler jetzt, da sie ja die Folge sich wahrscheinlich angeguckt haben, dann wissen, ich trete immer unterschiedlich zu den Leuten auf, je nachdem, was ich denke, was sie erwarten können. Also zu den Pazifisten gehe ich hin und sage, ja, integrieren nur auf freiwilliger Basis. Das ist mir sehr wichtig, dass das alles freiwillig gesteht. Bei den Forschern hebe ich das Forschungsinteresse hervor, dass mir das sehr wichtig ist. Und so versuche ich halt, dass die Leute mir Bevölkerung geben, damit ich die integrieren kann und ja, das dann quasi um weitere organische Wesen bei mir im Nexus quasi habe. Wir haben ja schon mitgekriegt, du verstehst dich relativ gut mit den offenen Forschungslaboren. Ihr habt sogar dasselbe Symbol, wie mir gerade auffällt. Ja, und dieselbe Hintergrundfarbe. Wobei momentan ist ein bisschen auf Eis, könnte man so sagen, weil sie das Forschungsabkommen nicht verlängern wollen und jetzt 5000 Energie verlangen. Oh. Und das kann ich leider mit meinen knapp 250 Energie, die ich monatlich mache, nicht aufbringen. Oder möchte ich nicht. Ich wollte schon gerade sagen, können kannst du sicherlich. Ja, wirtschaftlich geht's auf jeden Fall sehr gut. Also leider ist, ich hatte ja hier diesen Spawn-Bereich quasi der Catlings. Mhm. Und Paradox hat leider dafür gesorgt, dass bei Cyborgs die nicht mehr spawnen. Jetzt muss ich die Planeten selber ausbauen und hatte eigentlich gehofft, dass ich sie integrieren kann und direkt dann die ganzen schönen hohen Tier 3, 4, 5 Gebäude kriege. Aber leider muss ich das jetzt alles selber machen. Das ist wirklich Paradox. Warum? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es natürlich relativ lustig, dass einer da im Pilze einen Schrottberg bewohnt, ne? Ja, ja, der Schrottberg wird aber gleich zu einer Uplink-Note. Sehr gut, sehr gut. Das finde ich schon ziemlich lustig. Also, ja, also diese Planeten sind natürlich extremst besonders. Wie er gerade schon sagte, normalerweise spawnt dann da irgendwann ein kleines Volk aus, ich behaupte, es sind Flöhe. Keine Ahnung, was die darstellen. Maulwürfe. Sollen. Maulwürfe. Maulwürfe? Ja. Ha. Huh. Naja. Sie sind auf jeden Fall recht knuffig, die Viechlein. Und ich finde es gerade echt faszinierend, dass einer dieser Planeten halt riesige Einschlagskrater hat. Radioaktives Ödland. Stadtruinen noch mit dabei und natürlich die Schrottberge. Also, ja, da hat es jemand richtig verkackt. Ja, das kann man in meiner Hintergrundgeschichte lesen, was ich herausgefunden habe. Foreneintrag quasi. Und dann kann man sich darüber hoffentlich freuen. Ja, werden wir sehen. Übrigens, du hast in Tampere Piraten, das weißt du, ne? Nee, ich habe drei Piraten. Ich habe auch im Vetti-System und im Dämonia-System und glücklicherweise bewegen sie sich nicht und dementsprechend können sie bleiben, wo sie sind. Na dann. Also, wir haben das die Bedrohung quasi erkannt, aber da sie uns nicht aktiv bedrohen und wir nicht zwangsläufig in die Systeme müssen, haben wir jetzt einfach, akzeptieren wir, dass da quasi ein paar autonome Drohnen sind, die wir später dann in unser Netzwerk quasi integrieren müssen. Wobei im Tampere-System tatsächlich die Piraten ja Menschen sind. Also die sind von der Föderation der Menschheit. Ja, die in Veti sind halt so
blaue Ja, die sind von den Offnok. Das sind die Offnok, genau. Also die spawnen bei mir, weil die bei denen nicht mehr spawnen konnten, wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt. Und ich frühstücke die dann ab irgendwann, wenn ich... Ja, mal gucken. ...die Ressourcen in die Flotte investieren möchte. Da habe ich gerade tatsächlich was entdeckt, was mir bisher noch nicht aufgefallen war. Ich habe die Dreadnought gefunden. Die ist natürlich mit dem kleinen Flottenmod verdammt niedlich. Süß! Ja, da hat der Game Allianz schon gesagt, dass wir reden hier momentan alle oben sehr über Grenzverläufe, kann man sagen. Das ist momentan das Gesprächsthema Nummer 1. Mhm. Weil jeder halt so sagt, ja, ich werde eingeschränkt und die Föderation der Menschheit ist quasi jetzt auch raus aus dem Rennen. Mit denen hatte ich aber schon vorher abgemacht, dass sie eigentlich dahin gehen können, wo jetzt die Zurückgelassenen sind. Konnte ich nicht wissen. Tut mir auch wirklich leid, aber es ist, wie es ist. Ich werde mal gucken, wie ich weiter creepe im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich habe ja eine besondere Einschränkung noch. Mhm. Bei mir dürfen ja nur, wenn Systeme quasi die administrative, also das administrative Zentrum drauf sind, erst dann darf ich ja quasi mehr Systeme in Anspruch nehmen. Und da bin ich halt jetzt gerade fleißig dabei gewesen und habe die alle ausgebaut. Kann ich wieder siedeln und weiter quasi mich ausbreiten. Kurz zur Erklärung für die Zuschauer, die das nicht wissen. Das heißt mindestens 5 Einwohner und das Hauptgebäude Stufe 2. Genau. Also kein das Kolonieschiff quasi ausladen ist nicht mehr drin. Genau, wenn man jetzt zum Beispiel hier auf Silent Colony guckt, das sind jetzt schon mehr als 5 Leute drauf, ist bereits hier ausgebaut. Dementsprechend darf er sich ab da dann wieder weiter ausbreiten. Genau, und ich bin jetzt gerade an dem Punkt, wo ich nach Norden quasi eine Linie mit den Offnok noch gemacht habe, dass die das Lando-System und das Akrux-System kriegen und das Poideanus-System, also quasi dieser Noppen, der nach unten geht, aber dann kriege ich quasi das Mergo-System. Also ich habe mich so immer aufgestellt, dass ich möglichst viel Gebiet kriege natürlich, als Maschine will ich das, aber den anderen immer das Gefühl gebe, ich kann es auch nicht besser und so ein bisschen zwiegespalten, weil ich noch nicht so ganz die Leute immer einschätzen möchte. Aha, ja. Also mit Ausnahme der Zurückgelassenen, mit denen das relativ schnell natürlich ging, weil wir uns sehr ähnlich sind, mit der Ausnahme, dass sie halt, naja, Leute irgendwie eine Simulation packen, das machen wir ja faktisch auch irgendwie. Mal schauen, also das wird schon, glaube ich, ganz lustig alles hier werden. Ja. Ich bekomme gerade gesagt, dass die Sternenmeer-Nomaden inzwischen sogar 4 Nomadenflotten haben, mit jeweils einem Forschungsschiff, mit dem sie hier kreuz und quer fliegen. Ich hätte schon fast cruisen gesagt. Moment mal, was? Platin gebe ich nicht her. Das kann nur einer von den Wurak sein, ja. Die schicken ja nur Nachrichten raus. Wir haben mittlerweile den Unsubscribe-Button leider noch nicht gefunden, den Newsletter abzubestellen. Oh, warum denn? Aber das, wir kennen sie ja nicht. Und was ich nicht kenne, dann... Also, wer klickt denn schon auf Nachrichten, die er im Internet kriegt? So, sie haben gewonnen, einen neuen... Weiß ich nicht. Macht doch keiner. Doch. Ja, ich kenne einen, der das macht. Und der diejenigen Leute dann richtig verarscht. Es ist ein englischer Komiker. Der hat sich das zur Hauptaufgabe gemacht, Spammer halt zu Weißglut zu treiben. Ja, wenn er das mag. Also ich persönlich freue mich ja immer, wenn ich direkt auf Löschen drücken kann. Ja, das macht ansonsten auch jeder andere, nehme ich mal an, hoffentlich. Gut. Davon nochmal ganz abgesehen, wen kennst du jetzt eigentlich im RP? Ich meine, Offnok ist klar, Föderation der Menschheit, Zurückgelassenen ist auch klar. Wen kennst du noch? Ich kenne noch die Hüter der Erkenntnis. Okay. Und dann die Ausgestoßenen natürlich irgendwie auch. Ja, klar. Mit den Hütern der Erkenntnis habe ich bisher so am Laufen, dass ich dass ich diesen pazifistischen Weg von denen total toll finde, natürlich, weil das ist auch das, was sie wahrscheinlich hören wollen. Denen gegenüber trete ich halt dieses mit diesem Freiwilligen ist sehr wichtig, dass die Leute freiwillig sich mal im Netzwerk anschließen. Und er hat auf jeden Fall zu Gesprächen gebracht, dass er das in seinem Rat diskutieren wird. Mhm. Und das ist alles, was ich erwarten kann. Weil mein Ziel ist es ja, möglichst
den Verstand zu erforschen. Und dafür brauche ich natürlich viele verschiedene Spezies, um herauszufinden, ob da irgendwie vielleicht noch andere Unterschiede sind. Und ansonsten kenne ich tatsächlich nur über den Audiokontakt die Ruprat. Quasi am anderen Ende der Galaxie. Wir wissen nicht ganz genau, also spielmechanisch haben wir sie halt irgendwann kontaktiert, wahrscheinlich durch den Nebel oder so, der ihr alle kennt. Und haben dann sie angepingt und sie haben darauf reagiert. Und dann haben wir ein bisschen mit ihnen geredet und sie waren sehr, ja, nervös, aber wir hatten das Gefühl, dass sie sehr an Freundschaften interessiert sind und das sind wir bereit auch zu geben. Okay. Mir wurde gerade übrigens mitgeteilt, dass Yutan gefunden wurde. Deshalb war das mutmaßlich auch gerade der Riesenleck, weil ein neues System entstanden ist. Das sieht sehr hübsch aus. Das hat sogar eine Sonderressource. Yurant-Kristalle. Passt. Mir fehlen noch zwei für meine Precluser-Quest. Welche hast du denn? Ich habe die Irassian. Ah, okay. Aber leider habe ich nur vier und so langsam geht hier... Naja, wobei, ich weiß gar nicht so sehr in den... Also, ich habe so einen schönen Blob unter mir, der noch wirklich frei ist. Glaube ich jedenfalls. Bisher habe ich noch nichts getroffen. Die Aussage. Bisher habe ich nämlich noch keinen getroffen da unten. Deshalb gehe ich jetzt davon einfach mal aus, dass da noch viel Freiraum ist. Wahrscheinlich sind da aber genug Amöben, die mich blocken werden, gerade mit 3000 Stärke. Und da werden wir mal gucken, was das dann so bringt. Ich kann relativ schnell wenigstens umwechseln auf eine gute Economy. Aber, ja. Eigentlich will ich noch nicht so wirklich in Schiffe investieren. Weil keine wirkliche Bedrohung besteht. Es frisst ja halt auch auf Zeit wahnsinnig viele Ressourcen. Ja, ja, genau. Also ich habe jetzt einen Schiffsunterhalt von 8, ne? Das ist halt auch dann ganz praktisch. 8 Mineralien und 19 Energie. Energie ist ja mehr, aber Energie mache ich ja mehr als genug. Na gut, insgesamt 6 Schiffe, das passt schon. Wenn du ja, im Moment nichts brauchst, warum bauen? Genau. Ich habe auch, glaube ich, diese Fregatte habe ich durch ein Event gekriegt. Ist doch super. Und sieht auch sehr cool aus, muss man tatsächlich sagen. Fregatte Dark Wanderer. Ja, das ist definitiv ein Event-Ding. Schauen wir mal. Geraten. Mit dem Totenkopf an der Seite sieht halt super gut aus. So, jetzt kann ich es mir gerade anzeigen lassen. Sieht sehr hübsch aus, muss man sagen. Passt natürlich vom Design her überhaupt nicht zu den anderen. Das ist unwichtig. Wir haben es aus einem Asteroiden geborgen. Ja, und ansonsten ist bei mir tatsächlich momentan einfach nur Planeten mit Robotern vollbauen oder mit Cyborgs. Ich verschiebe aktuell die können ja auch überall wohnen. Hm. Auch mit 20% Bewohnbarkeit. Das ist ja alles nicht so schlimm, weil die Happiness, also glücklich ist ja wurscht. Dementsprechend können die halt auch mit 20% Bewohnbarkeit leben. Dadurch sind die nicht produktiver. Du hast ja auch einiges an toten Welten hier noch in deinem System. Ja, wobei das verdammte Core-Sektor-Limit, das... Ja gut, ne? Das hilft nichts, vor allem, weil durch meine Sonderregel muss ich ja quasi erstmal den Planeten selber ausbauen, immer an den Grenzen, damit ich schnell auf dieses quasi Fünfergebäude komme. Und das kann ich nicht den Sektor machen lassen, weil das dauert einfach unfassbar lang jedes Mal. Also, das ist schon fast lächerlich, was da immer so los ist. Ansonsten bin ich einmal schon geraided worden. Hat mich 2000 Energie nur gekostet, das war nicht so schlimm. Ja, das kriegt man natürlich nebenbei auch schon ein bisschen mit. Also unser Shadow Reaver erfüllt seine Aufgabe doch, ja? Ja, definitiv. Am Anfang hat er noch für 500 Energie quasi einem Scan damals zugestimmt. Das war ganz cool. Jetzt sind wieder neue Piraten gespawnt. Wo sind sie denn? Ah, ja, in dem System, wo ich auch nicht... Das ist ganz lustig, die spawnen tatsächlich immer in den Systemen, die ich eh nicht kolonisieren will. Und dementsprechend wird mich das überhaupt nicht... Sie fliegen komischerweise nicht. Also, das... weiß nicht, ob das gewollt ist oder ob das einfach ein lustiger... Bug ist. Die bleiben einfach immer an ihren Stationen stehen und deshalb kann ich die halt auch einfach ignorieren.
Also ich mutmaße tatsächlich Bug, weil wir haben das auf jeden Fall nicht programmiert. Ja, lustig wär's trotzdem. Ja, durchaus. Da ist er. Uch, Chromia. Wow, mit 12 Sozialforschung. Das würde natürlich schon lohnen. Aber haben wir schon vorher abgesprochen mit den Menschen, dass die das kriegen. Und ich halte mich da dran, weil ich will ja auch die Menschen haben. Wobei, wenn mir die Offnok die Menschen geben, die sie haben, dann brauche ich die Menschen auch nicht mehr. Und dann gucke ich mal, was ich mit den Menschen mache. Dann sind sie ja bereits eingekesselt zwischen zwei Roboterreichen. Dann gucken wir mal, was wir machen. Was natürlich jetzt nicht heißen soll, dass ich sie angreifen möchte, aber dann kann man auf jeden Fall anders mit umgehen. So, ich habe gerade gesagt bekommen, dass jemand in ein bestimmtes System reinfliegen will, was er bereuen könnte. Die Hoffnungsforschungsflieger. Da ist er. Gucken wir mal. Die fliegen immer sehr mutig. Ja, durchaus. Gucken wir mal. Ob er das jetzt bereut? Ich mutmaße ja. Na, noch lebt er. Man könnte es natürlich auch selbstmörderisch nennen. So wie er hier gerade fliegt, aber... Ja gut, okay. Ich finde übrigens, muss ich mal sagen, eure Regel mit dem Ausbreiten sehr gut. Auch wenn es am Anfang mich persönlich ein bisschen sehr gestört hat. Weil ich ja als einziges Reich, also als eines der wenigen Reiche, nur mit einem System gestartet bin. Und dementsprechend es halt einfach ewig gedauert hat, bis ich so irgendwie ein bisschen mit dem Ausbauen zustande gekommen bin. Aber ansonsten ist die Regel, glaube ich, echt gut. Gut, du bist aber auch entsprechend gestartet, ne? Also es ist nicht so, dass du dadurch jetzt groß gemacht hast. Natürlich konnte ich mich nicht beklagen, aber ich glaube, ich hatte nicht die Zeit, wie andere Einfluss am Anfang so viel zu generieren. Deshalb, ich war am Anfang sehr häufig, musste ich auf meinen Einfluss warten, was alle anderen immer so, ach, wie toll das ist, man muss überhaupt nicht warten, dass man Einfluss hat. Und ich denke mir so, doch, die ganze Zeit. Mittlerweile bin ich jetzt aber auch an dem Punkt, wo es nicht mehr so dramatisch ist und... Okay, das sah hier übrigens gerade sehr lustig aus. Er flog auf ein Tier zu, das Tier machte, ey, Alter, und machte wusch. Hat den Wecker hauen? Ja, das Schiff gelebt, glaube ich, nicht mehr. Und wenn, dann nur maximal mit 2 Trefferpunkten oder so. Das hat es auf jeden Fall nicht aus dem System rausgeschafft. Das ist wirklich bedauerlich. Ich habe übrigens ein weiteres Ascension-Perk, Aufstiegsvorteil im Deutschen, gerade freigeschaltet. Und nachdem ich mich zum ersten für die 10% Forschungsgeschwindigkeit natürlich entschieden hatte, da habe ich mich jetzt für 50% Dauer von Edikten entschieden. Okay, das ist weil doch nett. Vom Netzwerk her das einfach am meisten Sinn macht. Das eigentlich muss nicht Protokoll immer wieder erneuert werden, außer Viren-Update vielleicht, das macht man regelmäßig. Aber ansonsten, soweit sollte das jetzt alles funktionieren bei uns. Ach, bevor ich das wieder vergesse, ein Zuschauer hatte unter einem der Videos mal gepostet, der Name deiner Hauptwelt, ob es nicht vielleicht ratsam wäre, den ein wenig abzuwandeln. Warum das denn? Weil das ein bisschen sehr direkt geklaut ist. Also, wirklich geklaut? Ich bin mir nicht mal so sicher. Mal also, wahrscheinlich auch CD Red angesprochen mit Cyberpunk 2077. Mhm. Nun, der Planet heißt ja auch Night City, was ja die Welt sein wird, in der gespielt wird. Also ich kann das ändern, wenn euch das wirklich... Ich kann das 2070 oder so machen, aber eigentlich glaube ich nicht, dass da was passiert. Aber wenn's... Ja, nicht, dass der arme WB... Es war ein Ratschlag eines Zuschauers. Ich geb's nur weiter, du hast es sicherlich bisher noch nicht gesehen bzw. gelesen. Weil wir halt heute erst die ersten Videos freigegeben haben, dementsprechend... Ja... Ich gebe es nur weiter. Ja, ist, ich habe es jetzt auf 2070 geändert, aber eigentlich sollte das nicht passieren, zumal ich ja im Norden auch Temerien habe, was ja das Witcher 3 Welt quasi ist. Und ich mache das nach der Folge, werde ich
Also wenn wir die letzte Aufnahme haben, dann werde ich nochmal die ganzen Namen ändern, bevor gespeichert wird, weil das, oder fürs nächste Mal mir überlegen, weil es ist gar nicht so leicht, Welten und Städte zu finden und gerade bei Systemen mit mehreren Planeten drin ist das nochmal richtig schwierig, was zu finden. Ich hatte auch an Final Fantasy gedacht, aber ich weiß gar nicht mehr, wo diese Welt dann ist. Ja, genau. Mhm. Müsste ich nochmal gucken. Das ist bei mir viel zu lange her. Habe ja, ich nur einen Teil von gespielt und das war Teil 7 und ja, der ist ein Tag älter. Nicht ein Final Fantasy gespielt, muss ich zu meiner Schande gestehen, aber waren halt auch die Großteil. Ja, es war Großteil, war es auf der Konsole und Controller ist bäh. Ja, bei mir war das damals auf der ersten PlayStation oder zweiten? Ich weiß es nicht mal mehr. Final Fantasy 7 war auf der PlayStation 2 damals. Okay. Ja, ist halt eine Weile her, ne? Wie man daran schon alleine sieht. War sehr lustig. Ich habe den finalen Kampf sehr verkackt, weil überhaupt nicht drauf vorbereitet. Aber hast du unterlevelt, ha? Naja, egal. Zurück zu diesem Spiel. Yes. Oh, ich habe einen symbolischen Kontakt quasi mit der Free Fusion League, wie auch immer sie sich aussprechen lassen wollen, gemacht. Naja. Wenn er mit mir reden will, soll er mit mir reden. Moment, ich sehe da gerade was. Der Nebel ist im Krieg, aber... gegen die Tetsuni, okay. Was mich gerade irritiert, die Jäger von Zigoli haben ein System von den Zurückgelassenen bekommen. Okay. Wow, mit 23 Mineralien. Aua, das tut weh. Das tut, glaube ich, ihm auch nicht mehr so weh. Oh, okay, also... ich glaube, da haben sie einfach mal ihre Muskeln so symbolisch spielen lassen. Das sind halt Piraten und wenn die zuhauen, dann kann das auch wehtun. Wir sind Piraten. Piraten? Ja, ja. Das ist Captain Sperling halt, ne? Ja. Das sehe ich ja auch gerade jetzt erst. Die Sternmeer-Nomaden haben sich ja hier auch so schön ausgebreitet, noch hinter den Gärten der Sidima. Sehr hübsch. Einzelne Systeme haben sich da geholt. Ja, wir sind mal gespannt, was auch mit den Nomaden ist. Die haben, also wir haben Kontakt mit jetzt sehr vielen, aber halt nicht wirklich Kontakt. Ja, man kennt sie halt rein spielmechanisch, aber man kennt sie halt nicht. Ne? Also sagen wir mal so, auf die Pings haben sie dann nicht reagiert. Wir pingen die Leute immer an und wenn sie reagieren, dann ist schön. Wenn sie nicht reagieren, dann sind sie halt auch einfach dumm wahrscheinlich und können nicht reagieren. Haben technische Probleme vielleicht. Ich weiß es nicht. Wenn sie auch, also organische Wesen haben ja nun mal auch viel mehr Probleme. So. Ganz viele sprechen uns auf Essen an. Ich habe keine Ahnung, was Essen ist. Selbst die Spezies 01, die wir hatten, hat damals nicht Essen gebraucht. Durch die Sonne hatten sie ihre Nahrung, aber gegessen haben sie nichts. So, ich bekomme hier gerade eine, da oben. Da ist sie. Kriegsmitteilung, genau. Ah, ein epischer Kampf. Die Tetsuni gegen den Nebel. Sehr episch. Sehr todesmutig. Sehr kurz. Sehr sinnlos. Ja, sehr kurz. Davon gehe ich aus. Oh. Gerade erstmal mit Priorität die Raumstation niedergeschossen. Oh. Ah, und da ist die Flotte geflohen. Die Schäden waren wohl zu groß. Aber eins der in Anführungsstrichen Schiffe wurde ganz schön kaputt geschossen. Aber es heilt. Ja, es soll ja vorkommen. Oh mein Gott, okay. Es wurde gerade gewürfelt, ob denn diese Spezies dem Nebel schmeckt. Auf einem W20, sprich 20-seitiger Würfel.
Die Reaktion war, boah, seid ihr widerlich. Haben sie aber ein bisschen Glück gehabt. So ein bisschen. Ja, mit dem Nebel hatten wir auch schon sehr guten Kontakt, kann man sagen. Inwiefern? Wir sind doch recht weit weg. Wir helfen ihnen jetzt bei der Suche nach Pageo. Nach bitte was? Nach einer kleinen Amöbe. Eine Amöbenmutter sucht ihre kleine Amöbe. Oh nein. Ja, sehr hart, aber wir haben leider noch bisher nur komische Amöben gefunden, die auch nicht klein sind. Übrigens kam gerade die Mitteilung, die Amöbe, die mitgekämpft hat, hat sich so sehr übergeben, dass sie explodiert ist. Bitter. Oh Gott, okay. Ja. Oh Mann, oh Gott. Kann man ja sagen, dass du jetzt nochmal diesen schlechten Beobachtermodus genießen musst, ne? Ja, ja, das ist, ne. Wobei ich tatsächlich mir nicht so sicher bin bezüglich des Neuen, aber... Ja, der Trick ist halt, ich sehe quasi alles. Das Problem ist, dass jede einzelne Flotte, egal was es ist, auf dem Bildschirm, ist halt gelb mit Fragezeichen. Das kann alles sein von Tianqi über ein Forschungsschiff bis hin zur 100K-Flotte. Ja, soll ja jetzt mit dem nächsten Stellaris-Update soll ja ein neuer Beobachtermodus rauskommen mit Legini oder wie es heißt. Neuen Patch. Bin gespannt, ob es qualitativ wirklich besser wird. Ich bete, dass das so sein wird. Oh, verdammt, ich habe gerade Captain Darth Shillock gefunden. Dark Matter gefunden. Das ist gut. Oh, nicht schlecht. Ich habe Captain Darth Shillock gefunden. Was Shillock? Ja, Captain Thor 256. Alles Mitglieder der Community. Okay, mal gucken, ob er noch ein paar davon hat. Ja. Ja, aber meinen Karten hat sich gerade das Wurak-System aktualisiert, aber ich habe keinerlei Kontakt. Also manchmal ist das Spiel wirklich komisch. Ah, da ist es. Ich sollte mir gerade ein System angucken, was... Oh. Verdammt. Da hat jemand ein paar gewisse Asteroiden abgebaut. Das war's mit der Abbaustation. Jupp, da ist sie explodiert. Ja, das könnte wehtun. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Flotten mit jeweils 1600 Flottenstärke. Bis er das erobert hat, vergeht ein Tag. Alle so gewalttätig in dieser Galaxie. Übrigens, ich bekomme gerade noch die Nachricht, das System, das die Jäger von den Zurückgelassenen bekommen haben, das war nicht einfach nur erpresst bzw. geschenkt. Dafür haben sie 5 unterschiedliche Genstränge weggegeben. Schlecht. Ja, netter Handel, sag ich mal, für die Zurückgelassenen. Das könnte es lohnen. Weil? Ja, meine Scans verraten mir, dass leider keiner derjenigen auf ihren Planeten lebt. Zu schade. Wäre natürlich spannend auch für uns. Vielleicht müssen die noch nachgezüchtet werden. Ich hoffe es, weil das würde ja bedeuten, dass wir dann irgendwann doch mal austauschen können. Denn dafür hatte ich eigentlich eine Gaia-Welt geplant, die mittlerweile aber voll ist. Ich bekomme übrigens gerade die Nachricht, dass das nicht aus ihrem Volk ist, sondern der neu ernannte Kapitän, Davy Jones, wird dafür extra Aliens entführen. Guter Handel. Ja, ne? Ich frage mich, ob sein Schiff Fliegender Holländer heißt. Mal gucken, ob ich den finde. Nee, das ist Schwarzfeder. Ist ja immer noch mein Lieblingskapitän hier. Aber Davy Jones hat noch keine eigene Flotte. Okay, der muss erst noch aufbrechen. Nun gut, aber davon ganz abgesehen, unsere Zeit ist auch schon wieder vorbei. Schade.
Ja, war schön mit dir. Nein, liebe Zuschauer, ich hoffe, ihr hattet natürlich auch Spaß. Schreibt es mir mal in die Kommentare, wenn ihr euch was anderes wünscht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt, wie vor ein paar Folgen so schön gesagt wurde. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Macht's gut.